Hallo, ich bin Johanna und das hier ist mein Podcast Calm is Your Superpower. Ich spreche hier über das Thema Angst in allen Facetten, über Selbstverwirklichung, Selbstsabotage, Selbsthilfe und über die Metamorphose von vermeintlicher Schwäche in Resilienz und Stärke. Ich möchte dir helfen, deine Angst in Kraft zu tauschen und ich möchte dir zeigen, wie du tiefer fühlst. Darum dreht sich alles bei mir, um mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich möchte dir Mut machen mit wissenschaftlichem Backup und ich möchte uns allen helfen, uns ein kleines bisschen weniger verrückt und überwältigt und stattdessen voller Möglichkeiten zu fühlen. Ich freue mich über deine Fragen, sollten welche aufkommen, zu denen du dir eine Antwort wünschst. Du kannst sie mir schicken über meine Webseite carlajohannaschäfer.com oder über Instagram und ich werde sie gerne hier im Podcast beantworten. Willkommen zurück zur zweiten Folge von Wie du aufhörst, jeden und alles zu kritisieren. Das ist natürlich äußerst spitz formuliert, auch ein bisschen mit Absicht. Wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, solltest du dir erst diese anhören. Dort habe ich genau erklärt, was ich mit dem überkritisch sein meine und wie wir Kritik überhaupt definieren wollen, ich definieren möchte für diese Folge. Und ich gehe auf ein paar bzw. vier Hauptfaktoren ein, durch die unsere Gehirne darauf trainiert werden konnten oder können, zu kritisieren. Und dann spreche ich auch noch über einige der verschiedenen Motivationen, die wir haben, diese Kritik auch wirklich zu äußern. In dieser Folge möchte ich darüber sprechen, was wir tun können, um das zu ändern. Das Bewusstsein darüber, dass wir möglicherweise eine kritische oder besonders kritische Haltung haben, ist ja der erste wichtige Schritt, vielleicht auch verbunden mit einem kleinen Schreck, der dann folgt, weil wir uns bewusst werden, dass wir eigentlich gar nicht so kritisch sein wollen. Wenn du zu den Menschen gehörst, die regelmäßig und wiederholt kritische Gedanken haben, Gedanken der Selbstverurteilung, Kritik an sich selbst, Kritik an anderen, aber auch Scham und Gedanken des Nichtwürdigseins. Wenn du merkst, dass du regelmäßig diese Gedanken gegenüber dir selbst oder gegenüber anderen Menschen hast, dann überleg doch jetzt erstmal in einem ersten Schritt, wann diese regelmäßigen kritischen Bemerkungen und vernichtenden Kommentare gegenüber anderen oder vor allen Dingen vielleicht gegen dich selbst, wann du diese besonders wahrnehmen kannst. In welchen Situationen melden sich diese Gedanken häufig? In welchen Situationen übst du Kritik? Und wie hören sich diese Gedanken an? Was sind häufig Dinge, die du dich sagen hörst, zu dir selbst oder zu anderen? Und wie fühlen sich diese Gedanken oder dieses Aussprechen der Kritik an? Vielleicht beginnst du jetzt einmal zu untersuchen, wie viel Platz dir diese kritische Haltung dir gegenüber, vermutlich auch anderen gegenüber, wie viel Schmerz sie dir zufügt. Spürst du, dass dieses Kritischsein, diese kritische Haltung sich nicht gut in dir anfühlt? Wie dich vielleicht diese unguten Gefühle manchmal regelrecht überwältigen können? Und wie sie schmerzen? Wann kommen also solche Gedanken am stärksten zum Vorschein? Tagsüber oder nachts? Welche Situationen lösen solche Gedanken vor allem aus? Sind es stressige Anlässe, in denen viele Menschen zusammenkommen oder Situationen mitten in der Partnerschaft? Oder ist es in Konkurrenzsituationen, bei der Arbeit oder in der Freizeit? Kritisierst du vielleicht vor allen Dingen dich selbst, deinen Körper, deinen Verstand, dein Handeln oder Nichthandeln, dein ganzes Wesen? Achte also mal auf die einzelnen Phrasen, die Gedanken und diese zerstörerische Perspektive, das Urteil, die Scham, die Selbstverachtung, die so ein ständiges Kritisieren hervorrufen. Und ich möchte vorausschicken, dass ich schon eine ganze Weile mit mir selber an einer kritischen Haltung arbeite. Dass es für mich weiterhin ein Work in Progress ist, ein Thema, mit dem ich weiterarbeite.
Und vielleicht ist es ein Work in Progress für mein ganzes Leben. Und das ist in Ordnung. Das ist einfach eine kleine Randbemerkung, die aber wichtig ist, weil viele Menschen diesen Podcast hören und ich glaube vor allem in der Welt des Coachings habe ich das Gefühl, dass so ein Claim im Umlauf ist, dass man nicht versuchen sollte, etwas zu lehren oder zu coachen, das man selbst noch nicht vollständig verarbeitet und hinter sich gelassen hat und was einfach kein Thema mehr darstellt. So als ob es fast unethisch wäre, mit diesen Themen zu arbeiten, wenn man selbst noch dabei ist, herauszufinden, wie damit gut umgegangen werden kann. Und das finde ich aus verschiedensten Gründen einfach nicht möglich, unmöglich, dass man dann erst helfen kann und unterrichten kann, wenn man selbst diese Themen schon meilenweit hinter sich gelassen hat. Kritisches Denken ist eine unglaublich nützliche Fähigkeit und in vielen Bereichen unseres Lebens eine absolut notwendige und sehr intelligente Fähigkeit. Aber wir erinnern uns vielleicht an den Satz von letzter Woche: Nach zu fest kommt locker. Wenn wir eine Schraube zu fest anziehen, dreht sie durch und schlackert nur noch rum. Und ich denke, dass die Menschen, die vielleicht am meisten Veränderung für andere Menschen schaffen, Menschen, die darüber nachdenken, wie sie ihren, in meinem Fall meinen Klienten, aber auch dir als Podcast-Hörerin oder Podcast-Hörer, wie ich helfen und dienen kann mit Themen, die mich selber beschäftigen und mit denen ich selber zu tun habe. Meine Podcast-Themen sind alles Themen, die mich auf die eine oder andere Weise betreffen, interessieren und mit denen ich mich persönlich auseinandergesetzt habe. Ebenso meine Kurse, das Arbeiten, das ich anbiete, den Jahreskurs natürlich über das Selbstvertrauen, ein Thema, mit dem ich mich ganz intensiv auseinandergesetzt habe und weiterhin tue. Auch meine Arbeit mit TRE resultiert aus meiner persönlichen Erfahrung damit. Was noch wichtiger ist, ich glaube, dass es wirklich eine perfektionistische Fantasie ist, dass irgendein tiefgreifendes psychologisches Muster, jeder von uns hat diese und solche, dass so ein tiefgreifendes psychologisches Muster jemals vollständig aufgelöst werden kann, sodass man überhaupt nicht mehr davon beeinflusst wird und völlig darüber hinweg ist und alles völlig objektiv betrachten kann. Das glaube ich einfach nicht, dass das geht. Und das ist auch in Ordnung so. Es geht um den Umgang mit den jeweiligen Themen, mit denen wir kommen. Manchmal schaue ich auf etwas zurück, das ich im Coaching bearbeitet habe oder über das ich im Podcast gesprochen habe und bei dem ich vielleicht gedacht habe, okay, ich glaube, ich habe das geklärt, ich habe es verstanden, ich habe das in meinem Kopf geändert, ich bin fertig damit, ich kann das hinter mir lassen. Und dann ist es so, dass ich wieder auf altbekannte Themen treffe, die mich in einer anderen Lebensphase nochmal begleiten möchten, mit denen ich dann weiterarbeite. Und ganz oft oder meistens schaue ich zurück und denke, ja, mein Denken hat sich weiterentwickelt, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe Dinge verstanden oder kann sie anders sehen. Und jetzt weiß ich, dass das, von dem ich dachte, dass ich es komplett hinter mir gelassen habe, dass das einfach nur ein Schritt auf meinem Weg war. Das bedeutet, dass das, was ich unterrichtet habe oder das ich hier im Podcast geteilt habe, nicht wertvoll und nützlich war. Aber jetzt, als Johanna von heute, habe ich vielleicht noch eine bessere Perspektive darauf. Und in 5 Jahren habe ich bei bestimmten Themen, die mich weiter begleiten, vielleicht eine noch bessere Perspektive auf diese Themen oder auf die Umstände. Und ich denke, es ist wichtig für uns alle, für euch alle, dass ich auch sage, dass es immer wieder Dinge gibt, an denen ich arbeiten muss. Immer und immer und immer wieder. Es gibt Dinge, an denen ich vielleicht immer arbeiten werde. Das ist so, weil es mein Gehirn ist, das bestimmte Muster hat und ich auf eine bestimmte Weise sozialisiert bin, so wie wir alle auf bestimmte Weisen sozialisiert sind. Zunächst einmal dürfen wir entscheiden, ob wir wirklich etwas ändern wollen. Merkst du vielleicht, dass du oft kritisch bist, selbstkritisch, aber vielleicht auch kritisch allem Neuen gegenüber oder bestimmten Menschen gegenüber oder allen Menschen gegenüber, wer weiß. Und vielleicht möchtest du das nicht wirklich sein. Merkst du, dass die Kritik, die du an anderen übst, auch nicht vor dir selber Halt macht? Ich persönlich habe eine Menge Meinung darüber, wie die Menschen in meinem Leben irgendetwas anders machen könnten und sollten. Ja, du auch vielleicht? Ich glaube, das betrifft einige von uns. Und manchmal teile ich meine Meinung mit, obwohl ich nicht dazu eingeladen wurde. Darüber habe ich in der letzten Podcast-Folge gesprochen. Und das ist etwas, woran ich arbeite.
Wenn du jetzt also vielleicht auch gemerkt hast letzte Woche, dass du deine Meinung oft ungefragt teilst, dann möchte ich dir einen kleinen Vorschlag machen, den ich eben mir selbst auch zu Herzen nehme. Wie wäre es, wenn du dein Gegenüber zuerst fragst, hey, kann ich dir dazu einen Vorschlag machen? Oder hey, mir fällt was zu deinem Gedankenweg ein, möchtest du das gerne hören? Ich meine damit, dass du um Zustimmung bittest und darauf wartest, gesagt zu bekommen, ja, das würde ich gerne hören. Dass wir versuchen, nicht zu allem ungefragt unsere Meinung zu geben, sondern fragen, ob unsere Meinung erwünscht ist. Das ist etwas, was ich mir ja sehr achtsam zu eigen mache. Außerdem möchte ich jetzt ein paar Techniken mit dir teilen, die ich angewandt habe und weiter anwende, um meine kritische Haltung zu ändern. Ich glaube, es gibt da zwei Kategorien, die ich vorstellen möchte. Die erste Kategorie sind Techniken, bei denen es darum geht, die Gedanken über eine bestimmte Person oder Sache umzulenken. Wenn wir merken, wir möchten kritisieren, wir haben gerade kritisiert, arbeite ich mit bestimmten Techniken, um meine Gedanken ein bisschen umzulenken. Also bewusst andere Gedanken zu üben. Wenn du also weißt, dass du dazu neigst, zum Beispiel dein Kind zu kritisieren, ihm ständig auf die Pelle zu rücken oder Angestellte oder Kollegen hast, bei denen du immer auf der Suche nach etwas Falschem bist oder ja, nur das Schlimmste an deiner Vorgesetzten oder bei deinen Eltern oder in deiner Beziehung siehst, möchte ich dir ein paar Gedanken vorstellen. Als erstes kannst du dir wirklich einen Gedanken aussuchen und diesen üben, den du absichtlich denken wirst, wenn dein Gehirn kritisieren will. Also ein Gedanke, den ich gehört habe, der mir sehr gut gefällt, den ich seit einigen Wochen übernommen habe und übe, ist der Gedanke, es gibt zwar keinen Zuckerguss, aber es ist trotzdem Kuchen. Ich liebe diesen Gedanken, ich liebe auch alles Süße, deswegen funktioniert er bei mir gut. Der Gedanke, es gibt hier zwar keinen Zuckerguss, aber es ist trotzdem Kuchen. Der Kuchen hat vielleicht keinen Zuckerguss drauf, aber es ist immer noch ein leckerer Kuchen. Das ist ein Gedanke, der mein Gehirn umlenkt, wenn es um mein Business geht, in dem irgendetwas nicht ganz nach Plan läuft, wenn es um meine Beziehungen geht, um meine Wohnung, um alles in meinem Leben, wo der Großteil wirklich, wirklich gut ist. Wenn ich mich entscheide, es zu sehen und wahrzunehmen. Es gibt hier zwar keinen Zuckerguss, aber es ist trotzdem Kuchen. Aber ich bin vielleicht auf die 10% fixiert, die noch verändert oder verbessert werden könnten, die noch nicht so sind, wie sie auch sein könnten. Der Kuchen hat vielleicht keinen Zuckerguss, aber er ist immer noch ein Kuchen. Und anstatt sich oder mich darauf zu fixieren, dass er keinen Zuckerguss hat oder dass der Zuckerguss nicht so schmeckt, wie ich ihn gerne habe, wie ich ihn wollte oder dass der Zuckerguss ein bisschen angedätscht ist oder was auch immer. Du kannst also einen Gedanken haben wie diesen, an den du dich erinnerst, wenn du wieder merkst, dass du viel zu kritisch bist. Das ist so wie ein Wachrütteln. Und ich lade dich dazu ein, diesen oder eine ähnliche Version eines Gedankens zu üben, dir einen auszusuchen, der für dich Sinn macht, der dich aufweckt. Du kannst auch üben, eine Liste der Dinge zu erstellen, die du an dem Menschen magst oder bewunderst oder schätzt, den du gerade kritisieren möchtest, den du vielleicht ganz häufig kritisierst. Oder eine Liste von Dingen, die an der Arbeit oder an dem Projekt gut sind, an dem du gerade arbeitest und das du ja, kritisieren möchtest, was auch immer es ist. Du kannst dich darin üben, dich absichtlich auf die Dinge zu konzentrieren, die du an einer Sache, an einer Situation, an der Person, die du zu kritisieren pflegst, mögen, bewundern und schätzen kannst. Noch eine Sache, die ich weiter übe, ist zu bemerken, wenn der Drang, etwas zu sagen, also meine Meinung kundzutun, wenn dieser Drang aufkommt, dem Drang zwar zu erlauben, da zu sein, ihn zu fühlen, ihn da sein zu lassen, aber nicht darauf zu reagieren. Wir verspüren den Drang, etwas zu tun, um so eine kleine Belohnungschemikalie in unserem Gehirn zu erhalten, um uns besser zu fühlen. Und ich habe manchmal diesen Drang, meine Meinung zu äußern, vielleicht was Kritisches zu sagen oder die Dinge so ein bisschen runterzumachen, damit ich mich besser fühlen kann. Einige von euch müssen das auch erleben, denn ich habe festgestellt, dass alles, was in meinem Gehirn passiert, auch in vielen eurer Gehirne passiert. Und deswegen teile ich diese Gedanken, weil als ich sie gehört habe und ich mich in diese Thematik habe einführen lassen, allein durch das Bewusstsein, allein durch das Verstehen, sich schon ganz viel ändern durfte.
Genau. Also wenn wir uns darin üben können, diesen Drang, einen Kommentar abzugeben, die Meinung kundzutun, wenn wir diesen Drang zulassen können, ohne darauf einzugehen, dann ist das sehr hilfreich. Und ich möchte noch einen Gedanken teilen, wie das ein bisschen besser möglich ist. Man muss einfach manchmal durch diesen Drang durchatmen. Und was für mich hilfreich ist, ist mir zu sagen, dass ich mit meiner Meinung auch warten kann, wenn diese wirklich wichtig ist. Wenn ich wirklich jemandem meine Meinung, meine Sichtweise anbieten möchte, dann kann ich das auch noch morgen machen. Wenn sie wirklich wertvoll, gültig, notwendig ist, meine Meinung, wird sie auch noch in 48 Stunden überzeugend wirken. Wenn ich also merke, ich möchte eigentlich sofort was sagen, dann kommt das normalerweise eher von dem Drang, mir emotional Luft zu machen oder eben diese kleine Belohnungschemikalie Dopamin im Gehirn aktivieren zu können. Ich sage etwas, ich mache mir Luft, ich mache vielleicht jemanden so ein kleines bisschen runter und fühle mich direkt ein bisschen höher. Das heißt, durch das Aussprechen der Sache wird etwas freigesetzt, wodurch ich mich besser fühle. Wenn ich merke, ich habe diesen ganz starken Drang, ich muss jetzt eigentlich jemandem dies und jenes sagen, dann weiß ich, innehalten. Wenn es also eine starke Dringlichkeit gibt oder wenn ich irgendetwas mit meiner Meinung kontrollieren möchte, dann muss ich zurücktreten. Dann muss ich ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Also, ich lade dich ein echtes Gegenmittel zu erfinden. Ein Satz, zwei Sätze, drei Sätze, die dich umdenken lassen, wenn du merkst, dass du gerne kritisieren möchtest. Wie zum Beispiel, das Leben ist kostbar. Das Leben ist kostbar. Ich werde diesen Tag gut nutzen. Ich werde mit Sanftheit, mit Würde leben. Es gibt vielleicht keinen Zuckerguss hier, aber es ist trotzdem Kuchen. Ich werde mein Leben mit Vertrauen leben. Finde einen Satz, finde mehrere Sätze, die dein Gehirn umdenken lassen, wenn du merkst, dass du kritisieren möchtest. Wenn das hilfreich ist, kannst du deine Sätze auch auf der Metapraxis basieren lassen. Ja, die Metapraxis, ihr kennt sie aus den Meditationen im Podcast. Du könntest dir sagen, möge ich mich so lieben, wie ich bin. Möge ich meinen Wert und mein Wohlbefinden spüren, wirklich spüren. Möge ich dieser Welt vertrauen. Möge ich mich in Mitgefühl üben. Möge ich dem Leiden der Ungewissheit der anderen mit Mitgefühl begegnen. Und du darfst ruhig mal eine Woche lang mit dem von dir gewählten Satz oder den verschiedenen Sätzen üben, arbeiten und üben. Du achtest auf die Situationen, die ja, das kritische Denken, diese schmerzhaften Muster auslösen. Und jedes Mal, wenn du merkst, dass kritische Gedanken auftauchen, dir selbst gegenüber oder anderen Menschen gegenüber, auch wenn sie schon eine Weile laufen, hältst du in und spürst erstmal den Schmerz, der in dir ausgelöst wird dadurch. Und du atmest durch und du hältst deinen Schmerz, dein Unwohlsein mit Freundlichkeit aus. Ja, so fühlt sich das in mir an. Und dann sagst du dir innerlich deine Sätze, fest und bewusst. Und du tust es immer wieder. Und es spielt keine Rolle, wenn sich diese Sätze anfangs ein bisschen leer anfühlen oder holprig oder ungewohnt. Sag sie trotzdem aus Mitgefühl. Als Gegenmittel für deinen Schmerz. Vielleicht darfst du sie tausendmal sagen, bevor du merkst, dass sie wirken, aber das werden sie. Es gibt hier vielleicht keinen Zuckerguss, aber es ist trotzdem Kuchen. Möge ich der Welt vertrauen. Möge ich mich so lieben, wie ich bin. Möge ich mich so schätzen, wie ich bin. Na gut, du verstehst jetzt wahrscheinlich viel mehr über dein Verlangen zu kritisieren. Und warum es so wichtig ist, sich mit der Scham und den Selbstvorwürfen auseinanderzusetzen, die du wegen dieser Angewohnheit haben könntest und wie du anfangen kannst, sie zu ändern, wenn du das möchtest. Ja,
Ich hoffe, diese Podcast-Folge war hilfreich. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Wenn dir gefällt, was du hier im Podcast lernst und anwenden kannst, dann musst du unbedingt auf meiner Infoseite zum Jahreskurs vorbeischauen. Im Jahreskurs, der im Januar wieder beginnt für 12 Monate, bekommst du ganz individuelle Hilfe von mir bei der Anwendung dieser vielen Konzepte aus dem Podcast auf dein eigenes Leben. Du wirst aber auch ganz neue Coaching-Tools kennenlernen, die im Podcast nicht vorgestellt werden. Wir arbeiten mit konkreten Ansätzen, die es nur im Coaching gibt. Und du kannst jetzt 2 Dinge tun, um dich schon mal ein bisschen darauf vorzubereiten, wenn du teilnehmen möchtest. Erstens kannst du dich in die Warteliste des Kurses eintragen, um alle Informationen zum Kurs, zum Kursstart und vor allen Dingen zu einem Early Bird Prize zu bekommen. Und die 2. Sache, die du jetzt schon tun kannst, ist, dass du dir meinen Spickzettel zum Thema Selbstvertrauen herunterlädst. Mit ein paar sehr hilfreichen Übungen, die dir weiterhelfen, anders zu dir stehen zu können und anders auf dich selbst blicken zu können, auf deine Erfahrungen, auf deine Vergangenheit, aber auch auf die Gefühle, die du zu dir hast. Also ganz viel Spaß dabei und wir hören uns nächste Woche Mittwoch hier wieder im Podcast. Hat dir diese Folge weitergeholfen? Kennst du vielleicht jemanden, der auch davon profitieren könnte? Dann teile sehr gerne, was für dich hilfreich war. Teile diese Folge. Wir alle sitzen im selben Boot. Und wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann musst du dir unbedingt den Jahreskurs zum Umsetzen all dieser Konzepte und dem Material aus dem Podcast ansehen. Das ist mein monatliches Coaching-Programm, bei dem wir all dieses Material nehmen und es in Anwendung bringen. Wir studieren es gemeinsam. Also schließ dich mir an im Januar und stärke deine mentale Muskulatur, deinen Vertrauensmuskel. Wenn es darum geht, einen optimistischen, einen bestärkenden, einen unterstützenden Blick auf dich selbst und auf die Dinge zu erlangen, die noch auf dich warten. Besuch mich jetzt auf meiner Webseite auf www.carlajohannascheffer.com/Einzelcoaching. Ich freue mich, mit dir in dieses neue Jahr zu gehen. Wir sehen uns dort.